Ich glaube, ich habe genau zum richtigen Zeitpunkt Pause gedrückt. Was ist das für eine Emotion? Also unten links steht glücklich, aber das sieht nicht aus wie glücklich. Das sieht eigentlich aus, als müsste er ganz dringend aufs Klo. Oder so, als hätte er gerade jemanden getroffen, von dem er weiß, dass er ihn kennt, aber er hat den Namen vergessen und er weiß nicht, was er machen soll. Ich weiß nicht, was für eine Emotion das ist. Okay. Ist aber ein schönes Standbild. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Sims 4. Heute ist ein großartiger Tag. Das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben Freitag 19.19 Uhr. Das heißt, alles ist gut. Bis Sonntagabend ist die Welt in Ordnung. Ich wurde befördert an einem Freitag. Das heißt, das Wochenende kann nur besser werden. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, habe ich mir überlegt, ich kaufe ein paar neue Sachen, weil ich habe 4000 Simoleons fast. Das heißt, ja, wir geben mal ein bisschen aus. Wir verbessern mal seinen Lebensstandard. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich ihm mal einen besseren Rechner kaufen? Weil das ist sowieso einer seiner Grundinteressen, das macht er sowieso ständig, also schätze ich mal, das ist eine gute Idee, richtig? Objekt nach Funktion. Genau, wo habe ich das Ding nochmal her? Elektronik? Nein. Doch, hier. Da ist es. Okay, was könnte ich mir leisten? Einen respektablen Mittelklasse-Desktop? Oder einen leistungsstarken Kompakt-PC? Wie viel kriege ich raus, wenn ich den verkaufe? Es würde reichen. Aber dann kann ich nichts anderes mehr kaufen. Ghostwriter Desktop. Ah ja. Spaß 8 statt 6. Zuverlässigkeit viel höher. Soll ich das Ding mal kaufen? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich richte das ganze Haus ein bisschen anders ein. Aber die Dinger sind halt auch ziemlich teuer. Komm, ich kaufe mal einen leistungsstarken Kompakt-PC für 4000 Simoleons. Was man in echt für 4000 kriegen würde, ist weitaus größer als das hier, aber okay. Nice. Und da ist das Geld auch schon weg. So viel dazu. So viel zum Thema, ich richte das ganze Haus neu ein. Yay, neuer Rechner. Okay, er hat Hunger. Das heißt, ich lasse ihn mal zu Abend essen und zwar Buntbarsch aus der Pfanne. Nice. Das ist doch ein guter Plan. Ich kann an einem Anfängerturnier in Spielen teilnehmen. Blickblock-Anfängerturnier. Gute Idee. Keine Ahnung. Kostet 10 Simoleons. Okay. Ich bin auf dem Weg zum professionellen E-Sportler. Und das ist mehr oder weniger Tetris. Ah ja. Bin ich das am Gewinnen? Keine Ahnung, wie lange dauert der Spaß? Ziemlich lange, aber sein Spaß geht dabei hoch. Okay. Das ist nice. Aber das dauert ja Ewigkeiten jetzt. Bis spät in die Nacht ist er jetzt damit beschäftigt. Summer Holiday möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ich bin gerade in einem Anfängerturnier, was ich glaube, wenn ich es wegdrücke, verliere. Also, ich lade dich morgen ein, okay? Ich ignoriere das mal. Ich lade sie morgen ein. Ich will jetzt wissen, ob ich da gewinnen kann. Außerdem bin ich überrascht, dass das überhaupt geht. Und sehr interessiert. Also, wir kümmern uns morgen drum. Es ist 23 Uhr und er sitzt hier drin und spielt Blickblock in einem Anfängerturnier. Habe ich gewonnen? Natürlich waren die anderen besser, natürlich. Und er legt sich automatisch hin, das wäre nämlich das nächste, was ich gedrückt hätte. Toll. Okay, ich dachte gerade, ich könnte Glück haben und unter Beweis stellen, was für ein Pro-Gamer ich doch bin, aber nee, ich wurde absolut zerlegt. Das ist nicht gut fürs Selbstvertrauen, aber es scheint mich nicht groß zu stören. Bitte was? Bin ich schon auf dem Weg zum Lebensziel? Ich habe gerade das hier erfüllt. Und gleich erfülle ich auch noch das hier, weil ich gerade Programmieren übe. Bin ich auf dem Weg zum Lebensziel? So einfach kann es doch nicht sein. Okay, jetzt kommt noch was dazu. Okay, es sind quasi Meilensteine, die sie aufeinander aufbauen. Ich dachte gerade schon, ich hätte das schon erledigt. So einfach kann es nicht sein. Das ist unmöglich. Okay, Programmieren abgeschlossen. Soll ich es schon drücken? Ich meine, ich hab's gleich. Dann ist das auch erledigt. Komm, ich drück's mal. Jawohl. Komm rüber. Ich brauche nur einen Moment, okay? Ganz kurz noch. Ich habe fast das Level erreicht. Das perfektes Timing, sag mal. Perfektes Timing. Nice. Geh vom Rechner weg. Geh vom Rechner weg. Und dann. Kamera. So, hi. Hi. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Ist das ein bisschen heftig, wenn gerade jemand erst angekommen ist, aber. Okay. Ich geh mal ran, okay? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so. Keine Ahnung. Durch die Tür am besten. Jawohl, durch die geschlossene Tür. Das kommt am besten. Doppelplus. Die erste Etappe ist schon mal gemacht. Wenn ich jetzt nämlich hier draufklicke auf Freunde, guck mal, wer da auftaucht. Die erste Etappe ist quasi schon geschafft. Nice. Soll ich mal versuchen, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken? Ich traue mich das fast nicht.
Siehst echt gut aus heute, weil du immer aussiehst, wie du aussiehst, weil du dein Outfit nicht wechselst und wortwörtlich immer das gleiche aussiehst, weil du ein Sim bist. Bitte? Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas, ne? Ich hab's zu schnell gedrückt wahrscheinlich. Nee, funktioniert. Unser Held. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem, immer gern, für dich immer. Das war... Wow, das war jetzt ein halber Balken, ne? Das ist ja unglaublich. Jetzt hockt er sich direkt auch dahin. Kannst du nicht, dass ihr das alles erfüllt, okay? Das heißt, wenn ich konzentriert zur Arbeit gehe, kriege ich vielleicht schon sofort eine Beförderung, wer weiß. Je nachdem, wie gut es läuft. Ich wollte jetzt irgendwas anderes machen. Ich hatte schon irgendwas im Kopf, was ich machen will, sobald sie geht, weil sie ja nicht ewig hierbleiben kann. Konzentration bei 2 Stunden Videospielen am Stück aufrechterhalten. Das wäre doch auch easy, wenn ich ihn jetzt konzentriert mache und ihn dann Videospiele spielen. Das ist ja auch alles gut. Komm, ich versuche das gerade mal. So, setz dich jetzt dahin. Dann spielst du Schach. Und dann machen wir gerade den nächsten Meilenstein. Ist das dein Ernst? Sie sagt, sie geht, aber steht direkt wieder vor meiner Tür. Okay, ich meine, ich beschwere mich nicht, aber es ist ein bisschen weird, weil sie ist gerade erst zur Tür raus. Okay. Jetzt kommt das wieder durch die Tür. Kumpel, bitte nicht. Bitte nicht, das ist komisch. Nicht durch die geschlossene Tür. Dass das überhaupt geht. Komm, jetzt geh zur Tür raus. Levelaufstieg, Charisma. Oh, guck mal, da ist ein neuer Balken. Da ist ein neuer Balken. Romantisches Interesse. Yes, es ist zu früh, was zu sagen, aber es könnte was draus werden. Bleib dran. Bleib dran. Klopf, klopf, Witz. Komm, sei lustig. Sei cool. Sei Charisma. Jetzt hockt die sich schon wieder an meinen Rechner. Der Rechner ist der Star des Hauses. Hat sich voll gelohnt irgendwie. Hat sich irgendwie voll gelohnt, das Ding zu kaufen. Alle wollen an meinen Rechner. Das habe ich noch nicht gefragt. Das sollte ich vielleicht fragen. Aber das kann man einfach schlecht so fragen. Muss man das nicht irgendwie verstecken? So über zig Ecken? Natürlich ist es Single. Alles andere wäre auch nicht cool gewesen jetzt. Komm, nein. Noch nicht. Nein. Jetzt holt er das raus. Ich kann es nicht abbrechen, während er schon da ist. Du gehst jetzt dahin zurück und... Jetzt stellt er das da drauf. Jetzt hat er das uncute. Komm. Romantik? So. Unglaublich, du bist unglaublich. Komm schon. Arbeite mit mir, nicht gegen mich. Ist das ja schon ein Ding? Ich glaube, das ist noch kein... Sollte ich das schon machen? Ich glaube nicht. Wir machen mal die Andeutung, okay? Das geht weitaus schneller, als ich jemals dachte, dass es geht. Das hat voll gehittet. Das... Wow. Das hat sie gehittet wie... Keine Ahnung. Tu es. Tu es. All or nothing. Tu es. Ich möchte mich bedanken bei meinen Eltern, meinen Freunden, allen, die mich jemals unterstützt haben. Ja, komm, ich geh voll rein. Was können wir noch alles queuen? Komm, das. Wie geht das so schnell? Das ist ja unglaublich. Aufreizen, posieren, bitte. Was? Nee, das machen wir nicht. Noch nicht. Ich wollte gerade irgendwas anderes drücken. Komm. Hast du Lust, hier zu übernachten? Hat sie ja gesagt, eine Pyjama-Party klingt toll. Oh, du bist es nicht, nur eine Pyjama-Party. Soll ich mal was für uns kochen? Ich koch mal was für uns. Kannst du das... Jetzt legt sie sich direkt ins Bett. Nun, dann esse ich mal eine schnelle Mahlzeit, gehe aufs Klo, dann komme ich auch ins Bett, Schatz. Was? Ich sag, bleib über Nacht, sie legt sich direkt ins Bett. Simpson, komisch. Simpson, extrem komisch. Oh, bitte sag mir, das geht. Ich kann das auch noch auswählen. Warte, ich habe jetzt aber nicht das Falsche geklickt. Will ich das Falsche? Nee, das will ich nicht. Ich will nicht das Falsche auswählen. Ich hab nicht das Falsche gecued jetzt, ne? Plaudern. Jawohl. Easy. 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 GG. Easy. Das, dieser fucking Gang. Wow. Das war easy. Also echt, echt easy. So. Los.
Yay. Das war fast schon zu einfach. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Moment jemals, wo da ein Minus stand, nachdem ich irgendwas gesagt habe. Das war zu easy. Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen? Ha? Zwinker, Zwinker? Mit Ellenbogen anrempel? Soll ich uns Frühstück machen? Was denn? Pfannkuchen für 20 Simoleons? Ich meine, es sind dann mehrere, ist klar, aber das ist teuer. 20 Simoleons. Wow. Das werden besser die besten Pfannkuchen, die ich jemals ever gesehen habe, ja? Ist das dein Ernst? Du isst die im Stehen? Komm schon, ich bitte dich, setz dich doch wenigstens hin. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und was? Ich hatte dir auch noch was abgestellt. Also, dein Ernst? Erstmal, ich mach dir Pfannkuchen für 20 Simoleons und du gehst einfach und lässt auch noch Müll in meinem Schlafzimmer stehen. Okay. Mensch. Das ist ja unglaublich. Okay. Summer Kenner, das ist Schwachsinn. Du kennst sie schon. Und dann zur Musik aus Stereoanlage tanzen. Ich brauche mal eine Stereoanlage, ne? Damit es nicht immer so leise hier ist. Aber irgendwie, ich habe ein bisschen Angst vor Content-ID, weil ich glaube, ein paar der Lieder sind Copyright geschützt. Ich weiß es aber nicht genau. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen, als könnte ich ein Wochenende ohne das beenden. Komm schon. Sag ja. Ich weiß, ich habe dich so oft ignoriert und weggedrückt. Aber bitte sag ja. Das geht jetzt auch gleichzeitig. Man kann gleichzeitig sitzen und das benutzen. Das ist nice. Und? Funktioniert? Hat funktioniert. Sag mal, es gerade beschäftigt. Okay. Mensch. Krieg ich es heimgezahlt, ne? Ja, Okay, so viel dazu. Was hat er jetzt wieder vor? Müll leeren. Seit wann machst du das von selbst? Du hast die Eigenschaft faul. Seit wann leerst du freiwillig den Müll? Ist er krank? Stimmt irgendwas sonst mit ihm nicht? Irgendwas ist nicht normal, okay? Das ist kein normales Verhalten. Für ihn. Eine Sache, die ich noch machen wollte, die ich aber die ganze Zeit vergessen habe, ist das hier. Und zwar gibt es hier unten das Haushaltsinventar, total unscheinbar. Und wenn man gewisse Aktionen macht, kriegt man dafür Gegenstände, die jetzt hier drin sind. Zum Beispiel einen Mixer oder eine Computerfestplatte? Was? Okay, also der Mixer ist cool, aber die Computerfestplatte, warum? Ich stelle das Ding mal hier hin. Getränkequalität, das ist so ein Smoothie-Ding. Nee, das ist kein Mixer, das ist eine Kaffeemaschine, nicht Depp. Ja, ich hätte vielleicht lesen müssen, was ist. Das ist eine Kaffeemaschine, Genie. Ein Edelstahlomat. Das ist eine Kaffeemaschine, ich bin nicht blöd. Und dann, keine Ahnung, die Computerfestplatte? Ja, die passt halt nicht hier hin. Auch schön. Das ist konzentriertes Dekor. Also hilft es der Konzentration, da steht ja schon im Namen drin. Wo stelle ich das dann am besten hin? Weil hier steht es einfach nur in der Gegend rum. Hier? Ich meine, ich kann es danach immer noch anders platzieren. Ich habe sonst aktuell keinen Ort, wo ich es hinstellen kann. Also ja. Auf meinem Schrank liegen random Computerfestplatten. Oder Computer und Festplatten. Yay. Cool. Ich meine, mein Schlafzimmer hat jetzt ein konzentriertes Dekor. Das ist also irgendwas. Kumpel, bist du bescheuert? Du stehst direkt davor. Pfannkuchen essen. Warum steht hier noch ein Teller? Seit wann steht der da? Jetzt hat er es weggelegt. Hä, bist du beschränkt? Jetzt benutze es. Pfannkuchen essen. Was ist jetzt gerade passiert? Er stand ewig davor, hat nichts gemacht. Dann hat er es gemacht, dann hat er es einfach auf den Boden gelegt und die Animation aus... Was? Keine Ahnung, aber hey, die Pfannkuchen sind immer noch genauso gut wie am Vortag, ne? Dank meines topmodernen Kühlschranks. Das hat mir ewig gedauert, das da reinzuziehen. Geht das Spiel langsam kaputt? Das fühlt sich irgendwie so an. Alles ist irgendwie die Nummer zu langsam. Ich weiß es auch nicht. Okay, komm. Letzte Portion. Nice. Und jetzt gehst du schlafen. Ist das dein Ernst? Es ist 5.30 Uhr und du stehst freiwillig auf, wirklich? Okay, ich wollte ihn eigentlich um 6 wecken, aber 5.30 Uhr, wenn das für dich okay ist, dann ist das auch für mich okay. Okay, pass auf, ich mach so. Ich drücke auf Pause, ich mach nicht das Menü. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal hier bei Die Sims 4. Was ein, wie sage ich das am besten? Was ein ereignisreiches und erfolgreiches Wochenende das doch war. Ich dachte eigentlich, das dauert viel länger. Aber nee, das war easy peasy. Wow. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis zum Like-Button aufs Maul zauern. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und ciao.
Mein armer Hals. Meine Stimme ist kaputt, okay? Ich bin ein bisschen krank. Please no hate.